Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video oder eher gesagt einem neuen Tag. Denn ich möchte heute den zweiten Teil sozusagen des gemeinsamen Lesen Book Tag drehen. Ich habe ja in meinem ersten Video gesagt, dass ich nochmal einen zweiten Teil für euch mache. Und ja, jetzt ist es soweit. Entweder sind die Bücher, die ich da vorgestellt habe, habe ich schon mit jemandem jetzt gelesen oder es hat sich keiner gemeldet. Und deswegen stelle ich euch heute 5 neue Bücher vor. Und wenn ihr die mit mir zusammen lesen wollt, dann schreibt mir das auch gerne unten in die Kommentare. Ich verlinke euch auch nochmal das erste Video unten in der Infobox, falls ihr nicht wisst, um was es geht. Aber ich denke mal, der Name sagt eigentlich schon alles. Man stellt eben ein paar Bücher vor und dann können sich Leute melden und man liest es zusammen. Im Groben gesagt, in der Kurzfassung. Ja, genau. Und ich stelle euch jetzt 5 Bücher vor. Und ich würde sagen, damit das Video nicht zu lang wird, starte ich jetzt mal. Wenn ihr nichts dagegen habt, können wir das doch gerne zu dritt oder zu viert lesen. Aber mehr als 4 Leute möchte ich dann doch nicht, weil es ja dann schon eher eine Leserunde wird. Aber okay. Als erstes hätte ich hier von Holly Black Die Puppenkönigin, das Geheimnis eines Sommers. Ja, wenn das jemand mit mir zusammen lesen möchte, dann schreibt es mir in die Kommentare. Hat auch nur knapp 250 Seiten. Ihr könnt mir auch gerne auf Lovely Books, Instagram oder per Nachricht schreiben. Also wie ihr möchtet. Ja, ihr erreicht mich überall. Genau. Dann möchte ich noch mit jemandem zusammen lesen. Die Tribute von Panem von Suzanne Collins. Warum ist hier so eine Macke drin? Ich habe das Ganze schon mal gelesen, allerdings ist das schon Jahre her und ich möchte das gerne rereaden und ja, vielleicht hat ja jemand Lust, das mit mir zusammen zu lesen. Dann habe ich noch von, oh mein Gott, der Name, Olwyn Ivy, keine Ahnung, das Schneemädchen. Auch das könnt ihr mit mir zusammen lesen. Schreibt mir dazu einfach in die Kommentare, dass ihr das mit mir lesen wollt oder als Nachricht, wie auch immer. Dann habe ich noch von Mary Rose Wood Die Poison Diaries, den ersten Teil. Habe ich auch noch nicht gelesen und würde ich gerne mit einem von euch zusammen lesen. Und als letztes Buch, was noch ziemlich neu ist, von Ellie Condy Atlantia. Das würde ich auch gerne mit einem von euch lesen. Ja. Und das waren auch schon meine 5 Bücher. Ich schreibe euch alle 5 Bücher natürlich nochmal unten in die Infobox. Dann könnt ihr nochmal gucken, welche es jetzt genau sind. Und ich würde sagen, schreibt fleißig Kommentare, ob ihr mit mir ein Buch lesen wollt oder nicht. Und ich freue mich schon darauf und hoffe, dass sich ein paar Leute melden und ich mit jemandem die Bücher zusammen lesen kann. Wir müssten dann nur schauen, wann das immer geht. Also im April habe ich jetzt noch Zeit, im Mai. Da bin ich noch nicht so viel mit zusammen lesen. Aber ja, mal schauen, wie wir das dann machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Ciao!